Dass es irgendwie gerade gut gepasst hat. Ganz kurz, Muho, bloß zu diesem Bild von der Schafsweide. Das begleitet mich schon eine Weile, weil du das irgendwann mal erzählt hast im Internet. Bei Emotionen habe ich das Problem, dass das mit dem Himmel nicht funktioniert. Da funktioniert entweder Weide oder gar nichts. So ein bisschen so, wie du es eben gesagt hast. Also ich habe jetzt noch kein 7-Tage-Session gehabt, aber ich habe 2 kleine Kinder. Also ich habe auch schon die Situation gehabt, dass nichts mehr ging und hatte den Eindruck, die Weide hilft mir da mehr. Ist das ein Problem? Habe ich da einen wichtigen Schritt übersprungen oder ist das okay? Nee, da wird so weiter. Also für mich, der Himmel ist so ein bisschen Zwischenschritt. Ne? Also für manche ist das einfacher, so wie Passana-mäßig den neutralen Beobachter zu spielen. Ne? Aber wenn du direkt zur Weide werden kannst, also für mich ist das der Punkt, um den es geht. Ne? Also wenn das mit dem Himmel bei Emotionen bei dir nicht klappt, dann wird es zur Weide direkt. Ne? Also du musst da nicht dazwischen noch oder die alle der Reihenfolge, ne? Erst dich unter den Baum legen und dann zum Himmel werden und ganz am Schluss zur Weide. Du kannst direkt zur Weide werden. Ne? Und wie gesagt, das ist das, was bei so einem Session nach meiner Erfahrung passiert irgendwann mal. Ne? Am Anfang klappt das vielleicht noch mit dem Himmelspielen, ne? Oder wie gesagt, täglich 30 Minuten, 45 Minuten Sazen, da kannst du den Himmel machen. Ne? Aber so ein 7-Tages-Session, das funktioniert nicht. Du hast nur die Möglichkeit, zur Weide zu werden oder eben ganz zu fahren. Ne? Ein Meister, mit dem ich gearbeitet habe, der ist auch so ziemlich im Vajrayana am Tantra zu Hause. Und immer wenn ich mit Fragen kam, wie komme ich wieder in meine Mitte oder ich fühle mich irgendwie völlig deplatziert und so, hat gesagt, nee, es geht nicht darum, zur Mitte zu kommen, so, sondern du kannst gar nicht rausfallen, es ist unmöglich. Und meistens, der Verstand gaukelt uns ja vor, dass wir nicht richtig sind, dass wir nicht in Meditation sind, dass wir nicht Zen sowieso nicht begriffen haben und so. Und im Vajrayana geht es darum, die ganzen Emotionen, alles was an Störungen da ist, direkt zu involvieren. Und zwar nicht durch eine Übung oder nicht irgendwo hinzukommen, sondern direkt. Das heißt, es tritt was auf und zeitgleich ist damit sozusagen der Sprung da rein zeitgleich enthalten. So. Das wird im Buddhismus, bei den Ikonografien so dargestellt, dass der Buddha sozusagen die ganzen Hindernisse ist der Schmuck. Das heißt, die Gottheit im Vajrayana ist von, manchmal wird es dargestellt, auf seiner Insel mit Totenschädeln. Und die haben dann noch so Ketten mit so Köpfen, die vor Eiter und Blut triefen und so. Also die Tibeter schmücken das sehr fein aus. Und zwar, diese Abbildungen sind dann für fortgeschrittene Schüler und Schülerinnen gedacht. Weil wenn du das siehst, kriegst du es nur mit der Angst zu tun. Und wenn du das noch mit in die Meditation nimmst. So. Aber das bedeutet letztendlich, dass je direkter die Dinge erfahren werden, je offener das Herz ist. Und das meinte ich auch, du willst da gar nicht hin eigentlich, was da alles auf dich lauert. Je befreiender ist es, weil du es direkt transformierst. Also die Idee, dass wir praktizieren müssten, ist ein Zwischenschritt vielleicht, um sich da irgendwann reinzuwagen. So. Ich wollte noch irgendwas Bedeutendes sagen, aber... Also, was mir im Gedächtnis geblieben ist aus einem Doksan, war mal so, wenn du nicht gierig bist und irgendwie auch nicht süchtig und nicht wütend wirst oder so, dann kannst du Erleuchtung vergessen. Das war so die Quintessenz davon. So. Und für mich mache ich mir auch immer bewusst so die 4 edlen Wahrheiten. Ja? Leiden und Unzufriedenheit entsteht durch Gier, Hass und Verblendung. So. Ich würde es aber anders interpretieren, entsteht nicht durch Gier, Hass und Verblendung, sondern die Anhaftung an Gier, Hass und Verblendung. Das ist ein himmelweiter Unterschied so. Gier, Hass und Verblendung ist eigentlich der Treibstoff, um im Hier und Jetzt eigentlich da zu sein, so wie wir sind. Und wir denken immer, wir müssten ständig an uns rumpopeln und uns ständig verändern, verbessern, was lernen, was zu erkennen. So. Aber im Hier und Jetzt einfach so zu sein, so sein zu dürfen und das direkt zu erleben, ohne zu reagieren, ohne anzuhaften, macht uns frei und nicht dadurch, dass wir uns von Gier, Hass und Verblendung zurückziehen. So.
Aber das kann man auch nicht sofort praktizieren. Oft ist es so, dass wir Scheuklappen anlegen müssen und erstmal überhaupt einen Raum schaffen, um das zu erkennen, dass alles da ist. Auch mit dem ganzen Innenleben. Du wolltest noch was dazu sagen. Achtfacher Pfad, kriegst du den zusammen? Rechte Rede.